Ich weiß nicht, wie die es hinbekommen haben von Audi, aber das Auto fährt sich so leichtfüßig. Du schwebst damit durch die Gegend. Billig. Kann man vielleicht auch mit irgendwelchen Golfs hinbekommen. Aber dann machst du ja halt deinen kompletten Unterboden kaputt und mit dem Auto, Digga, gar kein Problem. Wird mit 488 Kilometer WLTP eingegeben. Das ist kein Joke. Wir sind gerade mal 129 Kilometer gekommen. Jetzt haben wir die berühmt-berüchtigte Schildkröte. An dem Facelift siehst du ja das Logo, das Audi-Logo. Das ist das erste Modell mit dem neuen Audi-Logo, was zweidimensional ist. Aber für die Autobahn irgendwie 200-180 km/h brettern, ja, nee, Mann, Alter. Dann holt euch lieber den Diesel Q8. Sorry, wenn ich das sagen muss. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Drive, powered by TV Straßen Sound. Mein Name ist Davut. Dieses Auto heißt Q8 e-tron Sportsback. Komm mal ein bisschen näher dran. Weil mittlerweile schreibt Audi das auf die Seiten des Fahrzeuges, damit man hier nicht mehr ins Stottern kommt. Also Audi Q8 Sportsback e-tron Quattro. Das ist eine der Neuerungen für dieses Fahrzeug. Der hieß ganz am Anfang nur e-tron. Und da die jetzt viele neue Modelle mit auf den Markt gebracht haben, wie zum Beispiel mein Audi e-tron GT oder den Q4 e-tron, und haben die den hier Q8 e-tron genannt. Ihr kennt ja den Q8 Verbrenner. Hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Das hier ist das Sportsback. Bei Sportsback ist hinten das Heck quasi hier abgeschnitten. Und hier fehlt ein Stück was vom Kofferraum. Wer das braucht, wer das haben will, wer den Look braucht, sollte sich das bestellen. Sieht auf jeden Fall sexy aus, würde ich sagen. Und hier hinten ganz dunkel und in schwarz gehalten, das Q8. Also hinten muss man auf jeden Fall ein bisschen genauer schauen, was für ein Fahrzeug das ist. Ein e-tron sieht man natürlich am Schriftzug und man sucht auf jeden Fall vergeblich den Auspuff. Findest du ihn? Weißt du, was ich auch vergeblich gesucht habe den ganzen Tag? Ich war am Kofferraum dran. Der will nicht aufgehen. Der will nicht aufgehen. Nein, ich muss hier zweimal draufdrücken. Das ist übrigens der Schlüssel vom Q8 e-tron Sportsback. Steht leider kein e-tron drauf. Also, ich war hier im Kofferraum. Hab hier nach Knöpfen gesucht. Hab auf der Seite nach Knöpfen gesucht. Bitte einmal mit der Kamera rein. Vielleicht findest du den Knopf. Und ich habe nachgesucht, wie man die Anhängerkupplung rausfährt. Ich habe hier unten einen Stecker gefunden. Zwar einfach eine Ladebuchse. Und bin am Ende zum Entschluss gekommen, dass das vielleicht gar keine Anhängerkupplung hat. Dann habe ich meinen Kopf hier runter geschwenkt. Vielleicht kannst du aber die Kamera komplett darunter halten. Geh mal ganz nah dran. Kamera einmal umschwenken. Siehst du die Anhängerkupplung? Ja. Und der Entschluss war, das Ding hat keine automatische Anhängerkupplung. Ist ein Elektrofahrzeug, ist es eins der Top-Fahrzeuge. Und als ich dann mein Zeugs im doppelten Ladeboden versteckt habe, und dann habe ich hier in den Tiefsten des Fahrzeuges, ganz oldschool, die Anhängerkupplung gefunden. Ich finde es ein Stück weit traurig, dass sie das nicht automatisch mit eingebaut haben. Letztens haben wir ja den X5 vom BMW getestet. Oder auch bei fast jedem aktuellen Mercedes-Modell sind die Dinger automatisch ausfahrbar. Okay, wir haben das Video auf jeden Fall hier mit einem kleinen negativen Thema gestartet. Das Auto hat 1, 2, 3 Eckpunkte, die mir nicht so gefallen. Aber natürlich auch sehr, sehr viele löbliche Sachen. Einmal natürlich, wie bei fast jedem Elektroauto, der doppelte Boden, wo komplett unser halbes Equipment mit reingepasst hat. Und hier hinten passt auf jeden Fall ein Mensch rein, oder nicht, Philipp? Jetzt kommt wieder dein Einsatz. Ich denke mal, der offizielle TV Straßen Sound Drive Philipp Test. So sieht's aus. Können wir Philipp, das ist mega hoch. Der Wagen ist auch komplett hochgefahren, weil wir hier leicht im Gelände stehen. Die Sonne geht gerade unter. Philipp, denk nicht, dass ich das wieder aufmachen werde. Es passt auf jeden Fall. Also Philipp hat auf jeden Fall reingepasst. Ich übergebe dir auf jeden Fall mal die Kamera. Und hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Laderaum.
Bei dem Audi e-tron GT gibt es hier einen eleganten Knopf, den man an der Tür drückt. Hier macht man das ganz rabiat. Klack. Die Haube auf, das ist ein richtiger Hebel. Und schau dir mal den Frunk an. Glaubst du, dass das Ding einen Frunk hat? E-Auto? Eigentlich ja. Jetzt müssen wir kurz den Haken finden. Wo ist der Haken an der ganzen Sache? Wo ist der Frunk? Frunk, wo bist du? Doch, der hat einen kleinen Frunk. Aber der ist auf jeden Fall deutlich kleiner. Und hier kann man das ganze Ladewerkzeug verstauen. Hier würde höchstens ein Handgepäckskoffer reinpassen. Aber besser man hat einen als gar keinen. Oder nicht? Auf jeden Fall. Weil viele Hersteller lassen mittlerweile ihre Frunks sich öffnen, aber haben da kaum Verstaumöglichkeiten. Und hier siehst du zum ersten Mal Kabel. Ja. Film dir mal am besten ab. Ich bin jetzt kein technischer, übertriebener Nerd. Aber die haben das offen gelassen. Man merkt, das Auto ist ein bisschen, wie soll man sagen, rudimentärer. Ist ja auch ein Offroad-Fahrzeug. Aber das Ding hier startet mit 75.000 Euro und so wie der hier ausgestattet sind, sind wir bei 80.000 bis 85.000 Euro und dafür so, fehlen mir ein paar Sachen. Also einer der Hauptkritikpunkte, habe ich vorhin schon gesagt, diese elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung. Ich glaube, mit dem Ding kann man ungefähr 750 Kilo ziehen. Das Auto hier wiegt knapp 2,6 Tonnen, 2.600 Kilo. Und wenn da wirklich 4 Leute oder auch 5 Leute drin sitzen, das Auto komplett beladen ist, bist du bei über 3 Tonnen Gewicht. Aber das Positive dazu, ich weiß nicht, wie die es hinbekommen haben von Audi, aber das Auto fährt sich so leichtfüßig, du schwebst damit durch die Gegend. Erst wenn du bremst, merkst du, okay, der hat auf jeden Fall eine Menge Gewicht, aber das Auto schwebt, die Servolenkung ist super, der Antrieb ist mega. Das Ding hat ungefähr, wie viel waren das? 250 kW? 250 kW sind oldschool. 340 Pferdestärken. Und dafür hat er auf jeden Fall einen ordentlichen Zug. Es ist kein Sportfahrzeug, es ist ein SUV. Sport Utility Vehicle, so war das. Und auf Deutsch, sagen wir mal so, Geländewagen für die Stadt. Also der hat zwar einen Offroad-Modus, den haben wir gerade auch eingeschaltet. Bitte einmal aufs Rad drauf. Der ist jetzt komplett hochgefahren. Du machst den Smartphone-Test. Das passt fast komplett rein. Und wenn man ihn später runterfährt im Dynamic, wir werden einen wundervollen Test machen. Wir werden später mit dem Auto über die bundesdeutsche Autobahn brettern, das Ding leer fahren, probieren permanent an die 200 ranzukommen und schauen, wie weit das Fahrzeug kommt. Audi gibt bei dem Fahrzeug, das ist der mit der kleineren Batterie, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, eine elektrische Reichweite von 488 Kilometer an. Wenn man den jetzt hypermiled, bekommt man das vielleicht hin. Der war gerade mal 1000 Kilometer runter. Aber wenn wir ihn jetzt wirklich auf 200 drücken, bei 200 ist er abgeriegelt. Mal gucken, wie weit man dann wirklich damit kommt. Weil wenn wir jetzt plötzlich einen Auftrag bekommen von wegen Dawood oder Philipp, du musst jetzt in einer Stunde in Hamburg sein und wir durchbrettern. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen von Hannover aus. Aber diese Kilometerzahl sollte gemacht werden. Aber man darf nicht vergessen, so manchmal passiert das ja wirklich, dass man ein bisschen schneller unterwegs ist. Das Ding kann bis zu 150 kW laden. Der größere Akku kann mit 170 kW laden. Da haben die ein bisschen was draufgepackt. Das ist ordentlich und der Audi kann die Ladegeschwindigkeit sehr, sehr konstant und sehr, sehr hoch halten. Das muss man dem Wagen auf jeden Fall zugute halten. Was sie erneuert haben an dem Facelift. Siehst du hier das Logo, das Audi-Logo? Das ist das erste Modell mit dem neuen Audi-Logo, was zweidimensional ist. Ich habe den Wagen extra schmutzig gelassen, weil wir gleich zeigen werden, wie man ein Elektrofahrzeug am besten waschen sollte. Die Front ist neu, die Lufteinlässe. Den gibt es auch, ich glaube, optional mit einem durchgezogenen Lichtband. Und das hätte mega ausgesehen, hat der hier leider nicht. Der steht auf wie viel Zoll Reifen? Erkennst du es, Philipp? Bist du einmal genau auf die Felge drauf? Wo haben wir das R? 19 Zoller. Also guck mal, ganz ehrlich. Das hier ist der Q8. Der Q8 ist ja bekannt für die Sportsback, quasi für die Coupé-Form. Warum nennt ihr das Auto in der normalen Form dann nicht Q7 e-tron? Weil das ist ja dann quasi der Q7, wenn er hier das durchgezogene Heck hat. Das sind so ein, zwei Sachen, die ich in der Namensgebung nicht verstehe.
Was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist an dem Fahrzeug. Einmal bitte hier an den Ladestutzen ran. Ist auf jeden Fall besser gelöst als beim Audi e-tron GT. Man drückt hier drauf. Das Ding fährt automatisch runter und schau mal, wie eng das anliegt. Also wenn jetzt wirklich ein zweiter Wagen ranparkt, besteht nicht die Sorge, dass das hier abgefahren werden kann, weil ich sehe es teilweise bei einigen Fahrzeugen, wenn man es hier ausklappt, Digga, da stehst du erstmal hier ein paar Zentimeter nach aus. Besteht die Gefahr in so engen Parklücken, wo man die Autos an die Ladesäule stellt, dass Dinge abgefahren werden. Und das ist gut gelöst. Hier ist der Schnelllader, den kann man runterklappen. Und der hat zum Glück auch zwei Ladeplätze. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und das erwartet man auch bei so Top-Modellen. Also, dass man das so automatisch macht und so wundervoll löst. Hast du eine Frage? Kann man dann doppelt so schnell laden? Ja, wer weiß. Einmal ausprobieren, mit zwei Steckern zu laden. Kennst du das Fahrzeug mit diesen, elektrischen Seitenspiegel? Elektrischen, mit dem, der Kameras? Genau. Ja, habe ich schon mal gesehen. Genau, das hätte man quasi auch optional dazu buchen können. Sehr viele Leute haben gesagt, dass das sehr verwirrend ist. Da hat man dann quasi hier die Kameras. Du hast einen besseren CW-Wert, weil du natürlich weniger Luftwiderstand hast. Und das Display ist dann quasi hier auf der Höhe. Einmal bitte ins Auto reinfilmen. Ich hätte es echt schöner gefunden, wenn man zum Beispiel im Auto drin sitzt und hier in den Seitenspiegel guckt, guckt man ja quasi eher auf die Höhe. Und das hier ist dann zu niedrig. Also ich glaube, das war ein Nissan. Die haben das sehr cool gemacht. Die haben die Seitenspiegel auch per Kamera, aber die haben das Display dann hierhin gemacht. Und dann hast du quasi einen Blick immer oben auf der Straße. Viel, viel besser gelöst. Also Audi, falls ihr das hier weiter vorhabt, bitte hier hoch und nur noch die besten Kameras benutzen. Ob das hier ein Verarbeitungsfehler ist, aber schau mal. Was ist das bitte für eine Kamera? Das ist ein Audi Q8 e-tron. Ich weiß nicht, ob man das sieht aus wie mein, altes iPhone 4. Das ist nicht gut gelöst. Also, Leute, bitte einmal Bescheid geben. Ist das einfach nur vielleicht ein Kabelfehler? Oder soll das wirklich die Kamera dieses Fahrzeuges sein? Und ist es gerade noch hell? Leider kein Panoramadach. Wobei, was heißt leider? Bei dem Audi e-tron GT hast du die komplette Sonne drauf, ohne eine Blende, die man zuwischen kann. Und hier bist du mal schön gekühlt, du brauchst die Klimaanlage nicht so aufzuziehen. Was muss für dich ein SUV haben? Platz. Platz. Absolut Platz. Ich würde sagen, Platz hat der Wagen. Lass uns mal auf die Rücksitze setzen. Die Stühle sind genauso eingestellt, wie wir gerade drin saßen. Und ganz ehrlich, du reist hier fürstlich. Also ich habe das ganze Platz der Welt. Ich bin knapp 1,80 hoch. Ja, eine Faust und eine flache Handfläche. Dann wäre ich hier oben dran. Das ist ja meistens die Angst bei diesen flachen Coupés. Also wenn ich jetzt wirklich ein Mensch wäre, der 2 Meter groß ist, dann lieber das durchgezogene Heck. Aber so mit 1,80 geht's voll klar. Mittelarmlehne. Kühlschrank. Champagner-Kühlerlei nicht drin. Keine Durchreiche, aber dafür kannst du die beiden Stühle hier umklappen. Dann kann man komplett mit den Füßen durchgehen. Und wenn man hier eine dritte Person hat, kann sie hier schön ihre Füße reinpacken. Beim Audi e-tron GT von mir ist das hier leicht erhöht, weil der Wagen halt sehr tief ist und dazwischen halt der Akku auch gelagert wird. Wir haben das Jahr 2023. Ja. Sieht das nach 2023 aus? Nein. Weil das ist das einzige Audi-Modell, was in diesem Jahr quasi released wurde. Und ich fühle mich nicht wie in einem Auto aus dem Jahre 2023. Nachdem ich den EQS von innen gesehen habe. Oder hier mit dem i7 das Display hier drin hatte. Aber allein schon auch der iX, was quasi hier das Konkurrenzprodukt zu dem ist. Ich finde, da hätte man was machen müssen. Ich weiß nicht, ob Audi sich das aufspart, vielleicht für den A8 Elektro dann. Aber ich fühle mich hier nicht wie in einem Fahrzeug aus dem Jahre 2023. Dieses Innenleben haben die ja bei dem Audi A8 als erstes eingeführt. Warte, ich schau mal, wann das Auto zum ersten Mal gebaut wurde. Die Sonne geht unter und ich habe jetzt endlich den Audi A8 gefunden. Das D5 Modell wurde 2017 gebaut. Aus dem Jahre 2017 stammt auch dieses Innenleben. Wir haben es 2023, es ist mittlerweile 6 Jahre her. Das soll quasi, keine Ahnung, Alter. Ich finde, die hätten hier bei dem Facelift im Innenraum auf jeden Fall etwas machen müssen. Ja. Weil das Auto ist mega geil. Das ist ein sehr schönes Auto zum Fahren, aber ich fühle mich hier nicht mehr
wie in dem allerneuesten Modell. Und dieser Slogan von wegen Vorsprung durch Technik oder auch hier Innovation und so, habe ich hier drin nicht. Hoffentlich überzeugen die uns hier mit dem A8, wenn der neue rauskommt. Wird bestimmt auch ein e-tron werden. Also davon, wir haben jetzt 2, 3 Sachen zu erledigen. Einmal, wir werden dieses wundervolle Auto jetzt waschen. Wir zeigen euch genau, wie man ein Elektroauto wäscht, weil, wie vorhin schon gesagt, so, man kann viele Fehler machen. Das zweite ist, wir werden einmal mit dem Wagen, wir sind hier gerade in Hannover, wir sind selber aus Hannover. Wo sollen wir fahren? Richtung Wolfsburg, Richtung Hamburg, Richtung Bremen, Bielefeld, Göttingen. Ab in den Harz. Ab in den Harz, ja, da kann man nicht so schnell fahren. Ich habe schon geguckt, wie lange man zum Brocken braucht. Braucht man circa, ja, so 2 Stunden, 20 Minuten, aber dann geht es halt nur noch bergauf. Dafür ist er quasi da, aber wir wollen ja wirklich einmal hier einen Fullspeed-Test machen. Wir checken das gleich mal ab. Was war das dritte, was wir machen wollten? Ja, wir wollen einmal hier kurz ins Feld reinfahren und gucken, ob der wirklich Offroad kann. Aber so ein bisschen Offroad kann er auf jeden Fall. Denke ich mal. Sieht gut aus. Sieht. Ja Mensch, dann steig am besten ein und es geht weiter. Okay, Freunde, SUV, Allroad, Gelände. Ist das ein echter Geländewagen? Ein Elektro-Geländewagen? Kann Elektro auch Gelände? Das ist die Frage, ne? Das ist die allergrößte Frage, weil die Akkus sind ja unters Auto verbaut. Und da sind sie quasi auch am verwundbarsten. Und hier beispielsweise so eine Strecke. In den Wald rein, hier hat man einige Erhebungen, das Auto ist jetzt komplett hochgefahren. Also, wenn es das hier kann, ist es ein halber Jeep. Dann kann das Auto auch Gelände. Aber wenn das quasi hier aufsetzen würde, ich weiß nicht so genau, ob man das dann noch Geländefahrzeug nennen darf. Also SUV, ja, für die Stadt kann es ja quasi alles als Geländefahrzeug deklarieren. Irgendwelche Sachen mit Frontantrieb, Heckantrieb, das zurück ein Quattro. Aber die Strecke sollte einmal hoch können und dann auch genauso wieder runter. Deswegen lass uns das mal in Angriff nehmen. Okay, Freunde, ich schneide mich auf jeden Fall an, gehe hier auf Drive Select. Hier sieht man die ganzen Einstellungen. Wir haben einmal Offroad, Allroad, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic und Individual. Ja, der ist komplett aufgepumpt. Ja, hat noch hier 2 Stufen. Ne, ich habe das auf Absenken geklickt. Hoch natürlich. Hoch, Freund. Das dauert auf jeden Fall ein Stück weit mit dem Luftfahrwerk. Jetzt ist er auf der 5. Stufe, pumpt den gerade komplett hoch. Jetzt ist er auf jeden Fall ordentlich zwischen, oder nicht? Kannst du einmal hier mein iPhone wieder ranhalten? Wir haben hier den obligatorischen iPhone-Test. Kann man den dazwischen packen? Super. Jetzt würde ich dich mal bitten, nochmal die Strecke hier zu filmen. Und mich einfach mal zu begleiten, wie ich hier ganz langsam den Offroad-Track hochfahre. Das Auto hat eine Abfahrhilfe, aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt fahren wir mal hoch. Jetzt begleite mich ein bisschen, fahre mit dem Auto ein bisschen rechts, links und sag mir bitte, falls ich irgendwo aufkommen sollte, gib mir im Vornherein Bescheid, weil dann brechen wir das ganze Thema hier ab. Souverän, würde ich sagen. Ordentlich Platz. Also so leichtes Offroad ist schon ein bisschen mehr als leichtes Offroad, kann der Wagen. Und dafür ist ein Geländefahrzeug auch da. Das Ding ist nicht nur ein SUV, sondern kann wirklich auch ins Gelände fahren. Und Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ich mache mal hier die Parkelektronik aus. So, ich drücke hier nicht durch oder so. Wenn ich jetzt wirklich aufs Gas drücken würde, würden wir da hinten irgendwo mitten im Walde landen, aber das bekommt das Auto komplett souverän hin. Komplett souverän. Nicht einmal
irgendwo aufgesetzt, kein Kratzer unter das Fahrzeug gefahren. Ich parke das Auto mal ganz kurz. Ganz ehrlich, ohne irgendwelche Faxen, komplett hochgefahren. Das Auto ist mega aufgebockt. Bitte einmal mit der Kamera komplett hier runter, damit man den kompletten Unterboden sieht. So eine Strecke, so, die wirkt zwar billig, kann man vielleicht auch mit irgendwelchen Golfs hinbekommen, aber dann machst du ja halt deinen kompletten Unterboden kaputt und mit dem Auto, Digga, gar kein Problem. Ich würde mich wirklich trauen, einen kompletten Offroad-Track hier mitzufahren. Film bitte einmal unter das Auto durch. So, da ist nichts aufgesetzt. Guck, jetzt fährt er langsam wieder runter. Müssen wir gleich nochmal aufbocken, wenn wir den rückwärts runterfahren, weil er denkt halt, dass er im Parkmodus ist. Aber Offroad kann der Audi e-tron GT, wenn man das hier Offroad nennen kann, und wir sind mitten im Walde. Schauen wir bitte. Alles klar, jetzt geht's in die Waschanlage, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall, Freunde, ohne irgendwelche Faxen fährt das Ding in das Offroad-Gelände rein. Es ist jetzt kein Megaberg, aber den würde auch locker bezwingen. Der setzt nicht einmal auf, wenn du ihn komplett hochfährst. Das Auto ist jetzt komplett aufgepumpt, wie man hier sieht. Offroad auf Stufe 5. Und da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du irgendwo aufkommst. Also das kann das Ding auf jeden Fall. Ja Mensch, das Auto auch hier im Gelände, wie ich vorhin schon gesagt habe, das fährt so leichtfüßig. Digga, das Ding wiegt voll besetzt knapp 3 Tonnen. 2600 Kilo Leergewicht. Also, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Ich habe irgendwie gehört, dass sie vom Lamborghini Urus ins Facelift irgendwelche Teile eingebaut haben, um an der Lenkung irgendwie noch präziser und noch besser was hinzubekommen. Aber hier, du fliegst übers Feld. So, der Wagen ist echt gut. Also vom Handling, sorry Leute, also ich würde gern irgendwas Negatives mir hier noch aus dem Ärmel schütteln, aber das Auto fährt top. Das ist ein wundervolles deutsches Fahrzeug. Audi mal wieder abgeliefert, aber ganz ehrlich, wie sagt man so schön, so excuse me, wir haben 2022, dieses letzte Jahr, excuse me, wir haben 2023, also das reicht mir nicht mehr. Sorry. Und was jetzt noch wichtig ist, für am besten nicht auf die Leute, du merkst, dass sie erst im letzten Moment gesehen oder gespürt haben, dass ein Auto von hinten kommt. Der hat hier gar nicht bei dem Fahrzeug dieses Soundmodul mit eingebaut, dieses Laute vom Audi e-tron GT. Mhm. Viele Leute sagen, da macht was ein Elektroauto machen soll, der ist schön leise, aber ey Leute, das ist gefährlich. Elektroautos müssen lauter werden von außen, und ich verstehe nicht, warum ihr bei dem Fahrzeug das nicht mit eingebaut habt. Ihr habt das doch so toll entwickelt beim Audi e-tron GT. Hier fährst du hinten auf irgendwelche Fahrradfahrer drauf, also fährst du auf die drauf, also fährst in die Richtung, und die merken es erst im letzten Moment. So aufgrund der Abrollgeräusche der Reifen, also direkt wieder zurückrudern und diesen Sportsound oder diesen virtuellen Sound mit einbauen, weil ich finde, das geht nicht, Alter. Das ist nicht nur ein Flex, sondern es ist wichtig und richtig, das zu machen. Ich gebe Gas, der nimmt natürlich sofort Gas an. Wir sind hier, glaube ich, immer noch im Offroad-Mode. Wir gehen mal in den Dynamic-Mode, dass wir hier ein bisschen Power haben. Wir sind auf einer Landstraße und können gleich bei der Ampel einmal die Launch Control anschalten und schauen, ob die 0 auf 100 in 6 Sekunden auch geschafft werden. Ich glaube, das braucht man bei dem Fahrzeug hier nicht extra zu testen, weil es ist kein Rennauto. Es ist ein SUV und der macht, was er soll. 6 Sekunden ist jetzt nicht der allerbeste Wert im Elektrosegment, aber trotzdem hat er ordentlich Power. Gehen wir mal in die Launch Control. Der vibriert hier und wir pumpen den mal. Okay, also nachdem man den e-tron GT gefahren hat, ich bin gerade im Vollgas. Ja. Süß. Ein Audi e-tron GT gefahren ist. Süß, also es fühlt sich schon fast, wie soll man sagen? E-Scooter-mäßig. Ja, ja. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber nein, es ist kein Sportauto. Es hat mich jetzt nicht extrem in den Sitz gepresst. Wir sind Schlimmeres gewohnt. Jetzt irgendwie den Tesla Plaid fahren oder dann Audi e-tron GT oder einen Porsche Taycan, das ist eine komplett andere Welt. Und hier hast du halt nicht dieses von wegen, boah, ich krieg die komplette Power rein. Er drückt schon. Er drückt auf jeden Fall. Das Auto ist da. Aber überleg mal, letztens hatten wir den Plaid gehabt, der geht in knapp über 2 Sekunden von 0 auf 100. Der Audi e-tron GT in 4 Sekunden. Und das hier sind dann 6 Sekunden und dann wirkt das halt auch komplett anders. Ja. Und
Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist kein Sportauto und so, das merkt man. Soll auch gar nicht sein. Der soll jetzt quasi 360 Kilometer kommen. Der Wagen ist auf 90% aufgeladen. Ich glaube, das ist dann auch die Menge, mit der wir gleich das Highspeed-Fahren auf der Autobahn machen. Der kommt bis 200 km hoch. Wir werden den Wagen einmal hier von Hannover, ich glaube, wir fahren so Richtung Wolfsburg, mal wieder zurück und checken mal ab, wie viele Kilometer er dann wirklich kommt. Vorhin habe ich ja gesagt, wie weit der WLTP kommen soll, wenn man den quasi sehr, sehr passiv fährt. Ich wollte gerade sagen, wenn man ihn wie ein Mensch fährt und nicht wie ein wild gewordener, was weiß ich, das alter Gorilla. Wir haben das Privileg, dass wir in dem einzigen Land leben, wo man noch auf der Autobahn kein Tempolimit hat. Wir haben hier einen Autokanal und das sollten wir auf jeden Fall mal ausnutzen, solange es noch möglich ist. Okay, Freunde, was ganz, ganz wichtig ist, das Auto immer nur per Hand waschen und selbstverständlich ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Ihr dürft immer nur an diese günstigen Selbstwaschdinger rangehen. Nicht, dass ihr einen heftigen Elektroschock bekommt. Immer nur mit der 2 Euro bezahlen. Und bei dem Fahrzeug immer nur mit Schmutzwäsche waschen. Nicht mit dem Hochdruckding, weil dann geht die Feuchtigkeit zu schnell in Richtung des Hochvolt-Akkus. Und wenn ihr den Waschstrahl auf das Auto draufhaltet, Minimum 2 Meter Abstand. Also hier, das sind gerade mal 1 Meter. Warte, hier muss man wirklich bis ans Maximum gehen. Immer komplett den Schlauch spannen, dass man nicht zu nah ans Auto rankommt. Und immer nur in solchen Sprühstößen Elektrofahrzeuge waschen. Damit der Elektrostrahl nicht komplett dann zu einem selber hinkommt. Und nie an Metall fassen, immer nur an Plastik. So wäscht man Elektrofahrzeuge. Ah, ich habe gerade einen kurzen Schock bekommen. Das ist dann immer sehr, sehr tricky, weil du willst das Auto auch sauber bekommen. Aber was der große Vorteil von elektrischen Fahrzeugen ist, von außen müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, aber von innen könnt ihr komplett draufhalten. Das ist gar kein Problem, ich zeige euch das mal. Dann die Tür öffnen und komplett draufhalten. Leute, das glaubt doch nicht selber. Ist mal ganz ehrlich. Jeder, der irgendwelche komischen Tipps gibt, wie man Elektrofahrzeuge wäscht, ist ein Spinner. Ihr könnt damit ganz normal in so eine Waschanlage reinfahren. Ihr könnt ganz normal die Autos waschen. Ich habe hier gerade einmal nur rumgejoked, weil ich im Internet so viele Sachen gelesen habe von wegen, ey, mit so einem Auto darfst du ja nicht mal in die Waschanlage reinfahren. Ey, Digga, was stimmt bei euch nicht? Leute, ganz normal waschen. Selbstverständlich auch die Ladeklappe, wenn sie schmutzig ist. Digga, manchmal denke ich auch wirklich, irgendwie die Leute, pass mal ein bisschen besser in der Schule auf. Oder sind es dann wirklich nur die Spinner, die sich dann komplett gegen die Elektromobilität halt wehren wollen mit solchen sinnlosen Ansagen. Kein Plan, Alter. Wir sind jetzt gerade hier in Hannover, haben das Auto auf 90% hochgeladen, sind im Dynamic Mode, müssen so schnell wie möglich das Auto hier leer fahren, um selbstverständlich den Top-Speed-Test hinzubekommen. Und die Frage stellt sich jetzt, was denkst du, wie lange halten wir mit dem Fahrzeug durch, wenn wir permanent die Höchstgeschwindigkeit fahren? In den Bereichen, wo es erlaubt ist. Das sind 200 km/h. Ich glaube... Also 363 gibt er gerade an im Dynamic Mode. Ich denke, wir schaffen damit ja 300 Kilometer, beziehungsweise tatsächlich sogar nur 280 Kilometer. Das ist jetzt meine Schätzung, mit Durchdrücken. Okay. Genau. Und du? Boah. Also wenn wir wirklich hinbekommen, den Wagen 200 quasi permanent zu fahren, dann kann auch 250. Weil der Wagen hat gerade mal 1000 Kilometer runter. Also der Akku ist 100% fresh, nicht angegriffen, ist vollgeladen und wir werden ihn auf ca. 10% runterladen. 10% runterfahren. Wir testen einfach mal aus. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Schnellweg und sobald wir auf der Autobahn sind, geben wir auf jeden Fall eine kleine Meldung. So sieht's aus.
Wir probieren jetzt mit der 200 hier durchzufahren. Die Autobahn ist zum Glück in Richtung Wolfsburg quasi leer. Aber der Wagen liegt bombig auf der Straße im Dynamic Mode. Also mit 200 km/h fühle ich mich auch mega sicher. Und wenn man jetzt wirklich schnell Strecke machen muss, ist der Wagen auf jeden Fall super. Nur natürlich die Frage, die gestellt werden muss, ist, wie weit kommt das Ding, wenn ich jetzt permanent mit 200 auf der bundesdeutschen Autobahn durchbretter. Aber die Antwort werden wir euch ganz am Ende geben. Wie findest du die Außengeräusche des Fahrzeuges? Also wenn man hier im Auto drin sitzt und kein Panoramadach hat? Super angenehm trotzdem. Ja. Man hört es, aber es ist angenehm. Ja. Das ist angenehm. Das ist ja quasi vorteilhafter, wenn da kein Panoramadach drin ist, dann sollen die Autos leise sein. Aber ich glaube wirklich, dass der Audi e-tron GT noch mal besser abgeschaltet ist. Der ist leiser, ja. Ja. Ich finde ihn auch besser. Ja, aber im Endeffekt, wir fahren mit einem SUV, das ist ein Klumpen, der in der Luft hängt. Wir brettern mit 200 hier durch die niedersächsische Autobahn und ich fühle mich top. Der Wagen fährt sich echt stabil, liegt gut in der Kurve. Wir fahren hier sowieso fast nur permanent geradeaus. Das ist ja quasi das norddeutsche Flachland ohne irgendwelche Kurven. Besser geht's nicht. Zur 41, das war bestimmt kein Kilometer. Verstehst du? Zur 39, also wenn man hier wirklich 200 brettert, dann merkst du, wie die elektrische Tankanzeige sowas von runterrollt. Guck mal hier, 238 schon, 237, das geht ziemlich schnell. Und ja, ganz ehrlich, diesen Test muss sich der Audi Q8 e-tron Sportsback gefallen lassen. Weil es gibt Situationen, wo man einfach mal hier die 200 ausfahren will. Meine lieben Freunde und Freundinnen, wir sind immer noch auf dem Highspeed-Track, fahren mit dem elektrischen Fahrzeug und zu meiner Rechten sieht man einen Schwertransport mit einem Flügel von einem Windrad. Guck mal, wie mega lang die Dinger sind. Und hier wird ja quasi die Energie für dieses Fahrzeug gewonnen. Und das sind auch Dinge, die man nicht vergessen darf. Die Autobahn ist hier wieder freigegeben. Ich gehe wieder auf 200 km/h. Und eigentlich fühlt sich das gut an, wenn man quasi nichts oder keinen Kraftstoff verbraucht. Die Diskussion ist natürlich eine Riesendiskussion. Elektro, Verbrenner, Benzin etc. Ich bin ein Fan davon, mit Innovation zu glänzen. Nichts zu verbieten, einfach mit neuer Technik zu überzeugen und probieren, das bessere Produkt hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, auch das richtige Ziel, was man in der Elektromobilität hinbekommen sollte. Und deswegen bin ich auch so ein kleiner Elektrofan geworden. Aber wie ihr gerade seht, 147 Kilometer nur noch. Wir sind gerade mal knapp 60 Kilometer gefahren. Ich habe hier nach 5 Kilometer Abfahrt erst genullt. Wir haben einen Durchschnittswert auf der Autobahn von 163 km/h. Digga. Wann sollen wir umdrehen? Jetzt mal ehrlich. Ich habe normalerweise gedacht, okay, wir drehen ab Grenze ungefähr in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt um. Kurz nach Helmstedt, aber vielleicht müssen wir jetzt wirklich hier Helmstedt umdrehen. Ja. Das wird knapp. Also wir können natürlich überladen, also so ist es nicht. Wir machen ja diesmal kein Hypermiling bis auf den letzten Kilometer. Wir werden ungefähr auf so 5%, 10% runterfahren. Aber der Wert, der schockt mich schon so ein bisschen. Also für schnelles Fahren ist das Auto auf jeden Fall nicht geeignet. Wie wir vorhin gesehen haben, fürs Gelände quasi, fürs leichte Gelände, ist das Auto allemal geeignet. Aber für die Autobahn irgendwie 200-180 km/h brettern, ja, nee, Mann, Alter. Dann holt euch lieber den Diesel Q8. Sorry, wenn ich das sagen muss. Alles klar, wir sind jetzt bei 39%. Quasi mehr als die Hälfte des Tanks auf nicht mal der Hälfte, der ersten Hälfte, der ersten Hälfte der Strecke verbraucht. Wir haben knapp noch 100 Kilometer Restreichweite. Film mal drauf, wie das gleich hier zweistellig wird. Aber wir sind noch nicht in Helmstedt. Wir müssten jetzt abfahren, machen wir auch. Und hoffen, dass wir, wo soll man am besten laden?
Laden wir an dem Ionity in Lehrte, falls wir bis dahin hinkommen. Eigentlich sollten wir in Hannover laden, weil man sollte ja eigentlich die Strecke von Helmstedt mit Auto schaffen, oder? Ja, also krass, krass, wie viel er verbraucht hat. Wir haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 166. Sind gerade mal 76 Kilometer plus die 5 Kilometer bis zur Autobahn hingekommen. Haben die Strecke in 27 Minuten geschafft. Also Deutschland wird plötzlich ein sehr, sehr kleines Land, wenn man mit 200 km/h auf der Autobahn durchbrettern kann. Aber, Digga, auf Topspeed, wie gerade schon gesagt, ist das Fahrzeug nichts. Bis dato. Vielleicht wird er uns jetzt noch auf der letzten 38% oder wie viel Prozent hat man gehabt. Ist übrigens cool hier mit der Schnellladetaste. Wir sind auf der Autobahn runtergefahren mit den letzten 38%. Ein cooles Feature des Fahrzeugs ist es auf jeden Fall. Wir stehen hier gerade wieder, wenden das Fahrzeug gleich und fahren zurück in Richtung Hannover. Wenn du quasi auf 25 hochgemacht hast, ich auf 22 und ich beide Werte gleich haben will, gibt es einmal natürlich die Möglichkeit, hier auf Sync zu klicken oder einfach hier zusammen zu wischen. Und dann hast du wieder beides. Wir gehen einfach mal über die Sprachfunktion Ionity Lehrte ein. Beziehungsweise sagen es. Ja doch, das ist ja super. Ja, bitte starten. Wir haben noch eine Restreichweite von 103, der ist wieder hochgesprungen. Aber er weiß nicht, dass ich jetzt direkt wieder auf 200 km/h hochdrücken werde. Das Ziel wird voraussichtlich mit einer niedrigen Ladung erreicht. 10% sollte Ladestationen. Sollen statt Ladestationen gesucht oder automatisch eingeplant werden? Ladeziel wird automatisch auf 100% gesetzt. Also mal gucken, ob wir am Ende mit 10% ankommen. Ich bezweifle sehr stark. Kann sein, dass wir die letzten 5 Kilometer im Efficiency Mode runterfahren müssen, weil wir da quasi nicht ankommen. Also es sind ungefähr 71 Kilometer. Wir haben noch, guck mal, es sind nur 95 Grad, waren es 100. Wir sind gerade mal einen Kilometer gefahren. Digga, das schmilzt dir komplett weg, wenn man die 200 km/h fährt. Also, ich will mich nicht wiederholen, aber wenn ihr schnell fahrt, holt euch den Q8 3.0 TDI, dann seid ihr auf jeden Fall besser dran. Meine ganz, ganz deutliche Empfehlung. Dann holt euch wirklich den Diesel, wenn ihr schnell auf Autobahn Strecke machen wollt. Wenn ihr Gemach fährt, 130, 140, 120 im effizienten Modus, dann wird man da safe seine 450 Kilometer kommen, aber nicht mit 200 km/h. Sorry, Leute. Ich bin gespannt, ob wir bis zu dem Charger kommen. Das ist jetzt die nächste Challenge. Wir fahren gerade an Wolfsburg vorbei, Braunschweig. Und war das eine schnellste Fahrt in Richtung niedersächsische Landesgrenze? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Ich glaube, bei mir vielleicht auch. Okay, Freunde, wir haben quasi noch 50 Kilometer. Gerade haben wir die Warnung bekommen von dem Fahrzeug. Bis zu unserem Ziel sind es ca. 43 Kilometer. Jetzt kommen wir wieder auf einen Autobahnteil, wo wir nur 120, 130 fahren dürfen. Daran halten wir uns auf jeden Fall auch. Aber Freunde, boah. Also vielleicht schaffen wir das nicht. Vielleicht muss ich gleich wirklich in den Range-Mode reingehen. Schau mal. Bremsen mal runter auf die 130. Boah, Alter. Hier, gucken. Guck, Hannover ist schon raus. Laatzen, okay, Sandhagen, ja, aber Hannover schon nicht mehr. Jetzt fahren wir wieder 130. Ja, vielleicht holt er wieder ein paar Kilometer raus. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch so knapp wird. Natürlich gibt es mehrere High-Power-Charger auf der Autobahn, aber... Ja, das ist halt das Thema, aber... Guck mal, der ist raus. Wir sind raus. Ja, aber ganz ehrlich, willst du... Alter, wir sind wirklich raus. Wenn wir im Dynamic bleiben, okay, jetzt sind wir wieder drin, weil er es anpasst, weil wir gerade noch 130 fahren. Krass. Aber wir waren gerade raus. Überleg mal. Und wenn gleich wieder freigegeben ist... Und wir fahren seit... Ganz original. Wir fahren seit 40 Minuten auf der Autobahn. Davor waren es ungefähr 5 Minuten. Mit 90%, überleg mal. 90% Reichweite. Wir sind jetzt bei knapp 18%. Wir haben gerade mal 40 Minuten Autobahnfahrt.
164 Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch 47,8 kW. Der wird ja angehen mit ca. 20 kW, also hat er das 2,5-fache verbraucht. Digga, wow, Alter, fahrt nicht schnell mit dem Audi e-tron Q8 Sportback, fahrt bitte nicht schnell. Also es kribbelt jetzt so ein bisschen in den Händen, dass ich wirklich mal ein Hypermining mit dem jetzt mache, in den nächsten Tagen. Aber, Digga, das kann doch nicht der Ernst sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist schon sehr, sehr krass, wenn das alles so ist. Also es ist ja so. Es ist so, es ist wie es ist. So, und die haben gerade Glück, dass hier nur 100, 120 erlaubt ist. Dass wir gerade nicht brettern können. Ja. Wow, Alter. Krass. Wir haben es noch circa, ja, vielleicht tut uns das gut, dass wir jetzt nicht schnell fahren dürfen. Dann erreichen wir auch den Charger auf jeden Fall. 46 Kilometer haben wir noch drin, in 37 Kilometer haben wir den Charger erreicht. Wir werden selbstverständlich gleich die Ladekurve abchecken. Wir fahren den, ja, wir werden ungefähr bei 3-4%, denke ich, ankommen. Wir laden auf 80% hoch und dann haben wir auch einen validen Wert. Weil ich glaube, laden tut er auf jeden Fall vernünftig. Und ich sehe, da hinten ist gleich wieder freigegeben, die Autobahn. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oder wie war das? Meine lieben Freunde, wir haben es noch 35 Kilometer bis zur rettenden Ladesäule. Die Autobahn ist wieder freigegeben. Ich werde selbstverständlich den Tempomat wieder auf 200 hochdrücken. Hier haben wir das schöne Schild, was es nur noch in Deutschland gibt. Wer weiß, für wie lange noch. Und ich hoffe, dass wir an der Ladesäule ankommen. Hier sehen wir quasi das Feld, bis wohin wir kommen. Aber wie ihr gemerkt habt, das Auto schmilzt und schmilzt. Bro, wir sind gerade mal 43 Minuten auf der Autobahn. Der Wagen war bei 90 hochgeladen. 120 Kilometer. Und wir sind schon am Kämpfen. Wir sind quasi bei den letzten 10% des Akkus. Hier, bitteschön. 14%. Boah, Alter. Das tut mir gerade weh. Ich bin selber Audi-Fahrer. Ich fahre einen Audi e-tron GT. Ich bin damit 50.000 Kilometer runtergefahren. Aber das kann doch nicht der Ernst sein. Das kann doch nicht der Ernst sein. Okay, Philipp, du zeigst es gerade. Der Audi Q8 e-tron Sportsback mit dem kleineren Akku wird mit 488 Kilometer WLTP eingeben. Das ist kein Joke. Und jetzt bitte einmal hier auf Display drauf filmen. Wir sind gerade mal 129 Kilometer gekommen. Und haben eine Restreichweite von 20 Kilometern. Jetzt haben wir die berühmt-berüchtigte Schildkröte. Der Wagen wird uns jetzt auch nicht mehr die Leistung geben. Der fährt trotzdem im Dynamic Mode. Wir sind immer noch bei 200 km/h. Jetzt sind wir auf 10 Kilometer runter. Jetzt werde ich selbstverständlich, weil ich keinen Bock habe, auf der Autobahn stehen zu bleiben, in den Efficiency Mode runtergehen. Wir brechen jetzt quasi den Test ab. Wir sind bei 2%. Wow. Leute, 2%. Ich gehe jetzt runter auf 120 km/h und Leute, sorry. Das war's. Wir sind auf der Autobahn A2, sind mit 90% bis auf 2% 138 Kilometer gekommen. Wir haben es gerade mal geschafft, 50 Minuten Fullspeed zu fahren. Und wenn mir jetzt irgendwelche Leute kommen mit von wegen, ja, hättest du mal auf 100 hochgeladen oder sonst was, kann ich gerne machen, können wir gerne alle mal zusammen machen. Ich verwette alles drauf, dass wir nicht die eine Stunde hinbekommen, wenn wir 200 km/h Tempomat auf der Autobahn fahren. Also jetzt werden wir den Wagen komplett auf 0 runterfahren. 9 Kilometer kommen wir. Und ab jetzt Schildkrötenmodus, Elefantenrennen. Die ersten LKWs überholen uns.
Wir waren auf einem Highspeed-Test. Leute, hier, schau mal hier links, siehst du den LKW? Siehst du hinten den LKW? Sorry, Bro. Sorry, Bro. Gerade mit 200 km/h den komplett überbrettert. Ich habe keinen Bock mit DC 50 kW zu laden. So bricht man einen Highspeed-Test ab. Okay, wir haben es noch 5 Kilometer circa bis zum rettenden High-Power-Charger. Ich hoffe, der funktioniert. Wie man hier sehen kann, kommen wir da quasi nicht mal mehr hin, weil es hier nur die Range ist. Aber hier haben wir noch 6 Kilometer und das Ding sagt 5,3 Kilometer. Wir sind mit dem Audi e-tron GT von 90% auf 1% 143 Kilometer gekommen. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp über 160 km/h gehabt, haben Tempomat das Fahrzeug mit permanent, da wo es möglich war, 200 km/h bewegt. Und wir sind nicht mal eine Stunde Autobahn. Also wir haben nicht mal eine Stunde Autobahn hinbekommen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schlecht performt auf der Autobahn, wenn man wirklich schnell fährt. Ich will das Auto jetzt nicht schlecht reden, es ist ein mega gutes Auto. In der Stadt, im Gelände oder auch bestimmt auf der Autobahn, wenn man 120, 130 gemütlich fährt. Aber für schnelle Fahren katastrophal. Was sagst du, Philipp? Also, kannst du auch gerne mal selber filmen. Die Leistung zeigt es halt einfach. Der Akku ist komplett platt, also leer. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Also jetzt von der Leistung her. Ich habe wenigstens auch gesagt, wir kommen nach Hannover zurück. Ja. Yeah. So, das hat nicht geklappt. Also nee. Wir sind nicht mal aus Hannover zurückgekommen. Und wir wären quasi gerade Himmlerwald so auf der Autobahn stehen geblieben, hätten wir nicht noch im letzten Moment Efficiency Mode, Range Mode, Klimaanlage aus. Bitte hier einmal draufhelmen. Wir hätten Range Mode, Klimaanlage. Wir hätten halt. Es ist Ende im Gelände und quasi, guck mal hier, das Feld, wo wir quasi nur hinkommen, reicht nicht mal bis zum Charger, aber ich kenne mich einigermaßen mit Audi aus. Also hier haben wir es noch 2,9 Kilometer, hier haben wir es noch 4 Kilometer. Also wenn ich jetzt auf Dynamic rüberschalte oder die Klimaanlage anmache, dann viel Spaß beim Schieben. Ey, ich habe eine geile Idee. Wollen wir noch einmal Launch Control hinbekommen? An der kurz vor der Säule. Also kurz vor der Säule. Von der Regenrinne auf die Säule drauf. Mehr traue ich mir nicht zu, bin ich ehrlich. Also, das wird Digga, aber das ist eine Katastrophe. Ich bin geschockt, ehrlich. Also ganz ehrlich, wer würde das jetzt noch machen irgendwie? Scheiß mal da drauf, also, sorry, hier, Alter. Hier jetzt gerade ein Ich bin wirklich geschockt von der Reichweite. Ja, safe, das ist krass. Weil es gibt Tage, wo du einfach mal Tempomat 180 eingibst, ein Benziner oder ein Diesel unterm Hintern hast und dann einfach mal Strecke machen willst. Und der bekommt das nicht mal eine Stunde hin. Mit einem voll aufgeladenen Akku. 1,6, 1,7 stand da gerade noch. 2 Kilometer übrigens. Also ich lasse es nur rollen. Schau mal hier. 80 km/h. LKW hinterher. Der nächste hinter uns geht schon in Position, aber passt. Passt, passt. So. Jetzt haben wir hier die rettende Ausfahrt. Wir setzen den Blinker. Jetzt überqueren wir die Grenze, wo wir quasi nur hinkommen würden. Wir haben wirklich nur noch 1 Kilometer. 900 Meter, 800 Meter. Lass uns so rollen. Komplett Rekuperation an. Ich glaube, der Ionity Charger war auf der rechten Seite. Dass wir die noch komplett treffen. Okay, das haben wir hinbekommen. Ich kann jetzt an der Ladesäule kein Resümee ziehen, weil der Wert jetzt die letzten 5 Kilometer verfälscht ist, aber da steht 0. Warte, was haben wir hier? 0. Wir sind bei 0. Und wir fahren noch. Okay, wir haben das Ziel erreicht mit 0%. Ich hatte gar keinen Bock, mit diesem Wert hier ranzufahren, aber this car made me do it. Okay, wir stehen. Ich hoffe, die Ladesäule funktioniert. Wir parken das Fahrzeug selbstverständlich. Digga. Digga, was soll ich dir sagen? Was soll ich sagen? Lass noch kurz mal hier in den Kurzzeitspeicher reingehen. Hier, das ist der jetzt nicht komplett valide Wert. Eine Stunde sind wir weit gekommen. Aber den können wir cutten.
Digga, 50 Minuten mit einem vollen Akku. Also wenn der jetzt wirklich auf 100 geladen wäre, ich lege meine Hand ins Feuer, dass wir mit 200 km/h keine Stunde auf Autobahn durchhalten. Nein, auf gar keinen Fall, glaube ich. Lade mal das Auto mal. Ich habe so viel Positives über das Auto erzählt. Hier mit der schönen Ladeklappe. Jetzt schön am Ionity Charger. Der wird das Ding auch bestimmt komplett hochjagen. Aber ich bin enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin wirklich enttäuscht. Lass mich jetzt bitte nicht in den Stich. Wenn nicht, müssen wir den ADAC rufen. Und wir müssen das Auto mit einem Dieselgenerator sonst wieder zum Laufen bekommen. Freundchen. Oder besser gesagt, Digger oder Dicker. Nicht mal eine Stunde auf der Autobahn mit Vollspeed? Nicht mal eine Stunde? Ey, sorry. Wie viele Kilometer waren das? 140? Ja, wenn überhaupt 130. Ja. 130, am Ende haben wir hier Range Mode gemacht. Boah, Alter. Also selbst Ionity sagt, das Auto ist leer. Boah. Leer. Krass. Der ist bei null. Null. Wir haben noch nie ein Auto auf null runtergefahren. Nee. War immer nur der letzte 1%. Ja, und dann sind noch 3 Kilometer drin. Krass. Der lädt jetzt mit 135 kW. Der muss auf jeden Fall gleich die 150 kW erreichen. Weil der ist ja komplett leer. Ein Auto, das leer ist, lädt am allerschnellsten. Das ist ganz einfach zu erklären. Wir nehmen jetzt beispielsweise einen Kinosaal, einen richtig großen Kinosaal mit ungefähr 1000 Sitzplätzen. Das Kino ist ausverkauft. Die 1000 Gäste, die sich den Film anschauen wollen, stehen vor dem Saal. Da ist nur ein Eingang drin. Und dann, sobald die 1000 Leute da stehen, Filmeröffnung, 20 Uhr, Deutschlandpremiere, die Tore werden geöffnet. Die ersten Leute, die reinkommen, werden direkt einen Platz finden. Die 10. auch noch, die 50. auch noch, die 100. Na, muss man gucken, an den ersten Rändern, wenn die Sitze belegt sein, muss man ein bisschen weiter gucken. Und bei 200 wird es ein bisschen schwerer. Bei 300 muss man schon ein paar Reihen überspringen, vielleicht schon in die vorderste Reihe oder in die letzte Reihe gehen. Bei 400, 500 ist schon die Hälfte des Saales voll, da kannst du dich schon nicht mehr mit deiner kompletten Freundesgruppe hinsetzen und muss quasi ein bisschen aufteilen und sagen, ja, okay, ihr beiden da. Und dann bei 600, 700, 800 wird es ja immer schwerer. Und bei 900 muss man plötzlich picken. Nach vorne gehen, ah, der ist schon besetzt, der ist schon reserviert für meinen anderen Kollegen. Und deswegen kann man das auch 1:1 aufs Laden übertragen. So ab 80 wird es ja komplett schwer und deswegen sollte man Autos immer nur bis 80 laden, wenn man halt schnell laden will und am besten weiter auf die Reise gehen und dann erst an der nächsten Ladesäule laden. Und mit dem Auto bitte keine 200 km/h fahren. Bitte, Freunde. Außer wenn ihr wirklich, keine Ahnung, einen Notfall habt. Aber ansonsten vergesst es, meine lieben Freunde. Okay, bei wie viel sind wir? 138. Der soll 150 in der Spitze laden. Dann warten wir einfach mal. Sollen wir was Kleines essen? Gucken, was es hier gibt. Alles klar, meine lieben Freunde. Wir verabschieden uns und sind bei 80% wieder hier. Ciao. Okay, Freunde, wir haben jetzt genau die 80% in 32 Minuten erreicht. Ein guter Wert auf jeden Fall. Knapp 75 kW in einer halben Stunde. Kann sich sehen lassen. Da habt ihr das, meine lieben Freunde. Also, ihr wisst ja, wenn wir jetzt bis auf 90% hochladen würden, würden wir knapp 40 Minuten laden. Ihr könnt jetzt mit den 90% wieder genau 40 Minuten auf der Autobahn 200 km/h fahren und müsst dann wieder 40 Minuten anstecken. So macht die Elektromobilität auf jeden Fall Spaß und das ist die beste Werbung dafür, wenn man Highspeed fährt, meine lieben Freunde. Aber dieses Long Range, Hypermine, so fair sollte man sein. Oder nicht, Philipp? Ja. So fair sollte man eigentlich mit dem Fahrzeug sein und dann wirklich zeigen, was für ein Potenzial dieses Fahrzeug auch haben kann. Aber ey, für 200 km/h ist die Kiste nicht gemacht. Und mit den Worten verabschieden wir uns auf jeden Fall in die Nacht. Wir stehen hier gerade in Lehrte, direkt auf der Autobahn und sind so ein bisschen enttäuscht. So ein bisschen enttäuscht sind wir. Mehr sage ich nicht.
Mach's gut, ciao. Gerade als wir losfahren wollten, kam da so ein Bus an und ich dachte mir, was für ein... Ich dachte mir wirklich, was für ein Penner. Der parkt hier einfach die High-Power-Charger zu mit seinem riesen Bus und ich dachte mir, ey, wenn wir jetzt hier anfahren würden mit 0% und da so ein fetter Bus steht und er alles zugeparkt hat, Digga, was sollen wir da machen? Dann habe ich gesehen, ey, das ist ein Elektrobus von MAN. Geil auf jeden Fall. Ja. Ich bin echt gespannt, wie der in der Spitze lädt und wie viel kW da reinpasst.